Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Deus Ex Mankind Divided Part 28. Ich bin euer Voldyboy. Nachdem wir das letzte Mal dem Detektiv Montag geholfen haben, den Harvester-Fall aufzuklären, haben wir ja herausgefunden, dass es der Radko Perry war, der die augmentierte Journalistin ermordet hat. Und jetzt schaut euch das einmal an. Der Typ steht immer noch hier, unbehelligt, kein Wunder, steigt hier in Prag die Verbrechensrate, wenn die Justiz so Fälle nicht ernst nimmt. Aber um das können wir uns jetzt wirklich nicht kümmern, sondern wir sollten zum Watzlaff Koller und im Fall von unseren geheimen Augmentierungen, die wir ja in uns haben, sollte er uns jetzt neue Hinweise haben. Sie wissen doch, wie das läuft. Na los, her damit! Wenn Sie keine Überraschung erleben wollen, sollten Sie sich deutlicher ausdrücken. Schnauze, Techno, ich will Ihre Papiere, nicht Ihre Meinung. Hier, weitergehen. Alles klar. Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch mehr sehen wollen? Sie können hier jederzeit durch. Okay, alles klar. Da sind wir jetzt wieder mal reingelaufen. Die Kontrollen die sind einfach überall in dieser Stadt. Und ich denke, das Ganze wird sich noch viel mehr intensivieren in der nächsten Zeit. Okay, hier können wir nicht durch. Aber da haben wir den Code. Und wo führt uns das jetzt hin? Natürlich wieder in den Untergrund. Wir könnten natürlich auch durch den Laden durch, aber das ist fast ein bisschen zu umständlich, bis wir hier unten sind. Also ich denke, der Weg ist ja extra für uns geöffnet worden. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das hier rauskommt. Ah, hier ist er. Scheiße, haben Sie gehört? Talos Rucker ist tot. Hab ich irgendwo gehört, ja. Ziemlich cool, was? Jetzt können wir echte Fortschritte machen. Er hat uns ganz schön blass aussehen lassen. Sie übertreiben. Was Rucker zugestoßen ist, hatte er nicht verdient. Wir sind politisch nicht einer Meinung. Ich finde, diese Märtyrernummer ist genau das Richtige. Aber konzentrieren wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Optimierung Ihres abgefahrenen Systems. Haben Sie einen Kalibrator für mich? Okay, bitte sagen Sie mir, dass so ein Neuroplastizitätskalibrator aussieht. Das ist er. Okay. Wird nicht lange dauern, versprochen. Und keine Sorge, Mann. Zweimal hintereinander versage ich nicht. Ich habe alles penibel vorbereitet. Aber nehmen Sie bitte nichts raus. War gar nicht schlimm, oder? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Irgendwie leichter. Ich habe sie repariert. Kein Limit mehr. Sie können jedes Implantat aktivieren, das Sie wollen. Ohne Konsequenzen. Das klingt gut. Danke, Koller. Ich weiß es zu schätzen. Ja, ja, ja! Gehen Sie und machen Sie mich stolz. Setzen Sie die coole Scheiße vollständig ein. Gründlich, schnell und speditiv. Genau so habe ich das vom Watzlaff Koller erwartet. Unser System ist nämlich seit geraumer Zeit instabil gewesen. Und ich denke, wir können ihm vertrauen, wenn das so ist, dass wir jetzt ab jetzt sämtliche Augmentierungen können einsetzen können. Das ist natürlich sehr hilfreich. Wir sollten uns nämlich jetzt konzentrieren auf Garm. Hä? GARM ist ja die Forschungsstation in der Schweiz.
sehr interessant. Aber zuerst sollten wir jetzt unbedingt den toten Briefkasten noch finden, wo wir sicher schon, weiss ich nicht, wie viel mal dran vorbeigelaufen sind. Genau, das muss irgendwo am Bahnhof sein. Und ich glaube auch, dass wir dort neue Informationen überkommen über den Viktor Matschenko. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und ob das denn auch im Zusammenhang mit Garm ist. Über Garm haben wir nur spärliche Informationen. Unter anderem wissen wir, dass es eine stillgelegte Forschungsstation ist, die VersaLife aufgekauft hat und dass es auch im Zusammenhang muss mit der Orchidee stehen, genau. Mit dem Gift, wo der Talos Rucker umgebracht hat. Vielleicht finden wir auf dem PDA vielleicht auch irgendetwas. Es muss hier irgendwo auf jeden Fall sehr in der Nähe sein. Gegen sowas kann man sich nicht verteidigen. Wegwerfbar, Kaffeetasse, okay. Aha, PDA. Geht im Moment, bis sich der aktiviert. Okay. Folgendes wissen wir. Geboren 1991 in der Nähe von Zaporizhzhia, Ukraine. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Alles klar. Ich denke, wir müssen hier nicht alles vorlesen. Die wichtigsten Informationen sind, dass 12 Jahre von seinem Leben fehlen vollständig. Er hat eine Frau und ein Kind. Okay, und man weiß auch nicht, was aus ihnen geworden ist. Okay. Ich denke, mehr kann man mit dem ehrlich gesagt nicht anfangen. Dann werden wir doch jetzt einfach mal zu unserem Gyrocopter und wir sehen uns wieder in der Schweiz. Sie hatten zwei simple Befehle, Agent. Rucker lebend herbringen und etwas finden, das wir der Ark anhängen können. Und Sie scheitern doppelt. Wofür bezahle ich Sie? Die Ark wird reingelegt. Wir sollen offensichtlich das falsche Ziel verfolgen, während der wahre Feind den nächsten Anschlag vorbereitet. Was? Wovon reden Sie? Miller, es ist zu einfach. Wir wissen beide, dass die Ark mit Dubai nichts zu tun hat. Ach ja? Und wonach suchen wir dann? Ha? Nach noch mehr Geistern, die ihrer Meinung nach Rucker erledigt haben? Ich weiß nicht, wer sie sind, noch nicht. Aber ich weiß, wo sie sind. In einer alten Belltower-Anlage in den Schweizer Alpen. Sie sind letztes Jahr pleite gegangen. Alle Aktiva wurden verkauft. Und wenn wir uns einige der Käufer genauer ansehen, stoßen wir bestimmt auf ein Gewirr aus anonymen Strophen. Wie dem auch sei. Sie werfen hier ganz schön mit Anschuldigungen um sich, Jensen. Und bis jetzt leuchtet mir keine davon ein. Haben Sie Fletcher getroffen und sich die Beweise vom Bahnhof angesehen, wie ich es verlangt hatte? Ja, ich war in der ganzen Stadt unterwegs, weit weg von den echten Tätern, genau wie beabsichtigt. Ich habe beschlossen, dass ich aufhören muss, blind Befehle zu befolgen. Ich sollte mehr auf meinen Bauch hören. Das Bauchgefühl wird oft von Vorurteilen überlagert. Aber ich schätze, wenn Sie es belegen können... Diese Anlage in den Alpen... Wie haben Sie die denn gefunden? Ich hatte ein schlechtes Gefühl nach dem Angriff in Dubai und der Sache mit Rucker.
Ich musste unsere Annahmen in Frage stellen, dass die Ark hinter allem steckt. Also habe ich das gemacht, was jeder Polizist machen sollte. Ermittelt. Kann ich Ihnen nicht verübeln. Aber ich kauf's auch nicht so ganz. Ich kann im Moment nicht klar denken. Gollum City ist in Aufruhr. Die Nachricht von Ruckers Tod verbreitet sich. Und es kommt zu Unruhen. Wenn die Staatspolizei nicht damit fertig wird, haben wir ein Problem. Ich kann das Einsatzteam jetzt nicht auf Verdacht losschicken. Sie sollen gar kein Team schicken. Nur mich. Mich und Chicane. Echt? Und das haben Sie sich alles in Ihrem Zahnradschädel überlegt? Ach, was soll's. Ich bin dabei. Wir sehen uns alles aus der Luft an. Wenn es sicher ist, springe ich rein, sehe mich um und überprüfe meine Theorie. Und wenn Sie sich irren? Dann konzentrieren wir uns wieder auf die Ark. Und ich missachte nie mehr einen Befehl. Genau. Reicht Ihr Benzin bis in die Schweizer Alpen? Für den Hinweg schon. Okay. Halten Sie mich auf dem Laufenden und kontaktieren Sie mich, sobald Sie was haben. Aber Sie halten mich auf dem Laufenden. Keine Einzelaktionen mehr, verstanden? Verstanden. Dann viel Glück. Sie missachten nie wieder einen Befehl? Scheiße, Ihre Nase wächst jetzt schon. Ich täusche mich nicht. Ich weiß, dass in dieser Anlage die Antworten zu finden sind. Zweifeln Sie auch an mir? Ich vermute, Miller riecht, dass da was nicht stimmt, aber es bringt mich auf die Piste. Können wir? Ja, los geht's. Ich habe Garm auf dem Radar. Ich halte uns außer Sichtweite und aktiviere den DRFM-Störsender. Wir scannen die Anlage aus der Luft mit. Negativ. Wenn ich rausfinden soll, was die planen, muss ich da rein. Sind Sie verrückt? Wir wissen überhaupt nicht, was da drin ist. Sie wollten doch nicht mehr bloß Chauffeur spielen. Und sagten Sie nicht, Sie wollten etwas Action? Okay. Aber ich setze uns nicht ab. Wenn's Ärger gibt, rufen Sie mich. Außer Sie wollen einen lausigen Nachmittag. So, Szenenwechsel. Der Chicane hat uns abgesetzt. Ich habe mir allerdings vom Wetter her etwas anderes in der Schweiz vorgestellt. Das ist ja ein regelrechter Schneesturm. Und wir sind da mindestens auf 5000 Meter Höhe, würde ich mal meinen. Und es ist arschkalt. Und ja, ich muss mich zuerst ein bisschen orientieren. Aber da vorne sehe ich schon bereits etwas, das müsste Garm sein. Genau, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier rein? Okay, das ist Stufe 1. Immer sehr hinderlistig, das Tracing-Programm. Unglaublich, wie schnell dass sich das aktiviert. Wir haben natürlich erst Hacker-Berechtigung Stufe 2. Ich habe bis jetzt auch noch nie das Gefühl gehabt, dass man mehr braucht. Eben wie gesagt, die meisten Codes findet man ja auf Google und so. Egal. Bruder, Sie sollten wirklich nicht immer falsch abbiegen.
Ein kleiner Vorgeschmack, damit Sie verstehen, wo Sie sich eingemischt haben. Grüßen Sie Raka von mir. Ich hatte mehr Blut erwartet. Du hast gesagt, Raka war voll davon. Raka hatte mehr Fleisch als der hier. Vielleicht macht das den Unterschied. Aber er stirbt bestimmt. Die Orchidee ist gnadenlos. Sein Ende kommt. Langsam und schmerzhaft. Er hat Zeit genug, in Ruhe über seine Sünden nachzudenken. Hier! Er hat uns gefunden, also wissen Sie offensichtlich von der Anlage. Wir sollten abziehen. Nein. Vor dem hier wurden wir gewarnt. Wir haben Zeit, bevor Sie ihn suchen. Wenn du meinst, was ist mit deinen Freunden von der Ark? Diese Idioten werden nicht mehr gebraucht. Sie sollen noch was trinken und bekommen dann die Orchidee. Entsorgt alle Leichen. Ich hasse totes Gewicht. Trag du ihn jetzt. Ich muss jetzt weg. Du fliegst zurück beim Park? Ich muss mich mit diesen Dwelly-Schweinen treffen. Und Tempo machen, damit unsere Lieferung sofort den Zoll passiert. Sie werden mehr Geld wollen. Schmuggler wollen immer mehr Geld. Die Dwalis kriegen nichts. Die Männer und ich bleiben also hier und machen weiter wie geplant. Braun hat Pikes gestern alles bestätigt. Datum, Uhrzeit. Das war's für dich, Freundchen. Chicane, komm. Scheiße. Bin da gleich weg. Alex, ich bin's. Wir müssen uns treffen. Klar, was gibt's denn? Ich bin in den Schweizer Alpen in einen Hinterhalt geraten und erreiche meinen Piloten nicht. In Garm? Scheiße, woher nehme ich jetzt einen Senkrechtstarter? Was ist passiert? Als ich ankam, haben sie mich erwartet. Matschenko und die Goldmasken-Söldner aus Dubai. Verdammt, du musst da raus! Suche einen Ausgang und... Ich melde mich, sobald ich einen Plan habe. Und ich funke weiter meinen Piloten an. Diese Kerle halten mich für tot, Alex. Vielleicht sollte ich das ausnutzen und mich umsehen. Okay, da hat uns der Viktor Matschenko aber eiskalt verwutscht, he? Er hat uns doch in die Ehe gespritzt. Wir wären jetzt tot, wenn wir uns dort zumal nicht das Antiserum im Versalife-Tresor geholt hätten. Ihr seht also, wie wichtig das war, dass wir uns für die Quest in der Palisade Bank entschieden haben und nicht für die Allison, he? Ja, was soll ich sagen? Extrem krass. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück auf Prag. Ich habe natürlich jetzt extra Alex wieder mit ins Boot geholt, weil ich Miller immer noch nicht vertraue. Wieso auch? Für das gibt es keinen Grund. Allerdings weiss ich langsam nicht mehr so genau, wer ist. Und ich muss sagen, wir müssen hier einen Break machen. Wir sehen uns zum Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Part 29. Ich bin auch ein Voldiboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.